Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. So, es sind ein paar Stunden vergangen, seit ich den letzten Part aufgenommen habe. So 3 Stunden, 2 Stunden irgendwie so. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich will nämlich, weiß ich nicht, ich mag es jetzt irgendwie, die Story mit zum Fortzusetzen. Ich meine, warum nicht? Ich will langsam mal, dass wir wieder Estelle in der Gruppe haben und ja, hoffentlich kriegen wir das noch hin irgendwie. So, ich hoffe, ich habe alle Gegner hier erledigt, die hier waren. Vielleicht auch mal lauter machen, weil ich höre nichts. Ja, ich habe offscreen nichts gemacht und ja, dann gehen wir mal hier durch und gucken mal, was hier so los ist. Da ist der einzige Weg, den war von 1 bis 4 vorn nach hinten dunkel zu hell. Weiche davon ab und die Katastrophe ist gewiss. Ja, ich weiß, wohin das führt. 1 bis 4, vorne nach hinten. Ich muss diese ganzen Dinger ja in der richtigen Reihenfolge wahrscheinlich besuchen, ne? Oh Gott. Das ist ja überhaupt nicht nervig, ne? So. Da muss ich mal, ich meine, der erste war links, ne? Zweite war rechts. Ich nehme jetzt mal an, wir müssen das mit den Statuen machen, ne? Wir müssen die Statuen alle in richtigen Reihenfolge ansprechen, ne? Das ist ja das erste, was mir jetzt darauf einfällt. Und ja, ist schon ein bisschen nervig, weil da müssen wir jetzt hier eine ganze Weile durch die Gegend rennen. Ja, wir können schon direkt hier reingehen, so. Wenn 3 Flügelpaare, okay, das ist 3, okay. 3, oben links ist 3. Ich sollte mir vielleicht irgendwo aufschreiben oder so. Aber 4 Dinger werde ich mir ja wohl noch merken können, ne? Da. Hoffe ich. Also. Aber hier war. Das erste haben wir, glaube ich, zuletzt erst gefunden. Und wir sind hier zuletzt gegangen, ne? Okay. Also oben rechts. Wie vorher den kleinen Führer in den Finstern Samtfleisch wird die erste Tür geöffnet. Oh, ich muss die sogar abschießen. Ja, war 1, oben links war 3. Ich meine, ganz unten rechts wäre die 4. gewesen, weil die haben wir als erste gesehen, ne? Das heißt, zweite müsste irgendwo unten links sein, ne? Das heißt, wir müssen unten links ist gut, ne? Ich weiß nicht genau, wo noch mal das Ding war, aber wir können ja vorher ansprechen, ne? Also ich dachte erst, wir müssen die ansprechen und dann heißt es jetzt schon so, ja, das Ding wurde aktiviert, aber ich muss mit dem Ring auf die schießen, so wie das ausschaut. Also gut, dass ich das noch herausgefunden habe im letzten Moment. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo die alle sind, ne? Gute Frage, ne? So, hier. Ich glaube, hier war ein, ne? Okay. Ich wie? Nach hier unten kann man auch noch lang, okay. So, und hier jetzt kommen. So, das ist die Nummer 2, ne? Wenn 2 Flügelpaare. So, 2. Oh, da oben tut es sogar was, sehe ich gerade. So, die 3 war oben links, haben wir ja schon gesehen. Dann hatte ich also recht, die 4. ist ganz unten rechts. Hier, ne? Hier, ja. Gut. Das ist ja gar nicht so kompliziert. Also. Ich habe aber ehrlich gesagt gedacht, wir können schon direkt irgendwie da rein, irgendwie. Aber anscheinend nicht. Aber so lange dauert das jetzt eigentlich auch nicht, bis wir da hinkommen. Ich sollte vielleicht noch mal zurück zum Eingangs gehen und irgendwie, weil nicht ein Curry essen. So, 3 Flügel. 3. Nicht gut. Wenn man, ich glaube, wir sind sowieso halbwegs auf dem Weg zu dem Ort, ne? Also wo wir uns hochheilen können, also können wir auch direkt da mal kurz halt machen.
Und mein Trank ist, mein heiliger Trank ist abgelaufen. Und nicht hier aktivieren, bitte. Wenn ich jetzt wüsste, wo noch mal die letzte war. Ich hoffe, ich gehe richtig. Hier? Da unten sieht so aus irgendwie. Und wenn ich so einen langen Gang sehe, dann denke ich mal, das ist richtig. So. Okay. Ich nehme an, damit haben wir jetzt die Tür geöffnet, ne? Und wir können jetzt zu Alexei gehen und den einen auf Omme geben. Ich gucke aber nach, ob ich diesen einen Ort finde, wo die ganzen Leute hier sind, wo die sich versteckt haben und so, ne? Wenn ich mich mal ganz kurz hochheilen kann. Und ja, sehr gut. Ist genau auf dem Weg sogar. Dann heilen wir uns mal ganz kurz hier hoch, ne? Kaufen uns vielleicht nur so ein paar Tränke, wenn ich jetzt nicht... Okay. Wenn ich den richtigen jetzt hier finde, wollte ich sagen, aber da war schon direkt der richtige. Kaufen wir uns unsere paar Dinger hier nochmal zurück. Vielleicht was zu essen noch zurückkaufen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Haben noch gar nicht so viel verbraucht. Das ist auch gut. So. Hier ist etwas Curry. Nicht schlecht. Damals am Anfang des Spiels, das haben wir uns auch hochgeheilt mit, ne? So, aber wir sind voll geheilt. Wir können jetzt auf dem potenziellen Bosskampf hier voll rein starten. Ich nehme jetzt mal an, wir sind irgendwann müssen wir gegen den Typen kämpfen, ne? Habe ich so ein Gefühl. Haben wir nicht schon mal einmal gegen den gekämpft? Nee, ne, da war ja weil dieser andere Typ mit diesem Kettensägenschwert. Was jetzt nicht mehr bei der war. Irgend so einen fetten, glaube ich. So. Bin ich hier richtig, ja, ne? Wie? Will ich nicht von hier kommen? Warte. Ich schwöre, ich mache das nicht extra. Ich habe halt echt so eine blöde Orientierung. So, hier war das doch, ne? Ich glaube nicht. Mann! Vor allem die Musik. Die irgendwie so weiß ich. Komödiantisch ist so dünn, 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 dünn. So, hier bin ich richtig, ne? Ich glaube, hier bin ich richtig. Ich meine, ich wäre richtig. Ich bin hier richtig. Gut. Gut, dann speichere ich noch einmal. Und ja, mit vollen AP, TP und so können wir jetzt hier weitermachen. Und ups. Und können uns jetzt Alexei widmen und hoffentlich Estelle mal retten. Ich will, dass die mal wieder sich in Sicherheit ist. Kann ich sagen, die ist jetzt schon, weiß nicht, seit wie viel Stunden ja gefangen genommen worden. Wir von hier vorne nach hinten dunkel zu hell, weich ab von der Katastrophe und es gibt. Also ich musste noch einmal dagegen schießen, alles klar. Wenn irgendwann nicht funktioniert, einfach irgendwo gegen schießen, ne? Also irgendwie funktioniert hat. Jetzt noch ein Speicherpunkt, den benutzen wir direkt auch noch mal zum Speichern. Wäre natürlich gut gewesen, wenn das so ein Heilspeicherpunkt wäre, aber dann hätte ich mich schon wieder aufgeregt, weil ich den ganzen Weg zurückgelaufen bin, um extra mich zu heilen. Man hat schon hier so was finaler Boss irgendwie Atmosphäre. Ja, aber das kann eigentlich noch nicht sein. Beim finaler Boss ohne Estelle an unserer Seite wäre schon mal ein bisschen öde. So, ich sollte mir vielleicht mal Gedanken machen hier irgendwie, weil nicht wer alles in unserem Team kommt. Ich würde sagen, ihr beiden und Raven. Ja, dann haben wir genug Heilung. Ne? Zum Angreifen brauche ich eigentlich nur Yuri und ja. Rita mit ihrer Magie wäre auch nicht schlecht und ja. Nice Estelle, so wehe, wir kriegen dich jetzt diesmal nicht da raus. Ne, geht mir langsam auf den Nerven die ganze Zeit. Bist du denn? Sah jetzt nicht aus wie Alexei. Doch war er, okay. Sah von der Seite irgendwie so komisch aus. Aber die sieht schon voll kaputt aus. Die Augen.
呆れたものだ。あの衝撃でも死なないと。危うくご期待に添えるとこだったけどな。エステル返してぶっ倒されんのと、ぶっ倒されてエステル返すのと、どっちか選びな。月並みで悪いが、どちらも断ると言ったら、じゃあ俺が決めてやるよ。 姫の力は本当に素晴らしかった。古の満月の子らと比べても遜色はあるのに、人にはそれぞれふさわしい役回りというものがある。姫はそれを立派に果たしてくれた。用が済んだってんならなおのこと返してもらうぜ。いいと。 Oh ja, sieht nicht gut aus. Sie sieht irgendwie besessen aus. Und sie hat ihre Waffen gezogen. Ja, super. Dann trifft doch irgendwie dazu. Ich wette, ich muss das Andenken einsetzen. Ich habe das irgendwie vorausgesehen, ne? どうする。姫の力はもう本人の意志ではどうにもならん。我がシステムによってようやく制御している状態なのだ。暴走したブラスティアを止めるには破壊するしかない。諸君ならよく知っているはずだな。エステルを物呼ばわりしないで。ああ、まさしくかけがえのない道具だったよ、姫は。 お前もだ、シュバン。生き延びたのならまた使ってやる。さっさと道具らしく戻ってくるがいい。シュバンならかわいそうに、あんたが生き埋めにしたでしょうが。これはレイ。そこに。Finde ich gut, dass er immer noch so seine Agenda so offen hält, ey. それで無駄な人生を送るものもいるというのにかい。いいなこと。自分で選んだなら受け入れるよ。自分で決めるってのはそういうことだ。無駄かどうかなんてお前に決める権利なんかないのじゃ。残念だ。どこまでも平行線か。 Ja, macht er jetzt. Oh, nee, ich muss echt gegen die kämpfen. Ich werfe doch nicht jetzt Tell an. Hey, Leute, einen Moment, einen Moment. Erst einmal. Oh, doch, das wollte ich eigentlich nicht. So, warte mal hier. Ich mach mal direkt das. Haben schon. Hier tun wir noch mal Strategie ändern. So, Verteidigung, nicht angreifen, nicht an Carol. Nein, nicht jetzt. Blöde Zeit. Möglich, jetzt würde ich gerne nicht angreifen, Leute. Sie nimmt extrem viel, extrem schnell Schaden, deswegen ist das schon sehr irgendwie. So, wenn ich jetzt wissen, was die ganzen Strategien alle machen, ne? Freunde halten Distanz zu Gegnern. Nicht angreifen, boah. Einfach nicht angreifen, Leute. Ich habe das Gefühl, ich will einfach mal. Der Kampf ist erstens zu einfach und ja, ich habe das Gefühl.
einfach wegen dem Kontext des Kampfes, das werden sie nicht vielleicht erledigen müssen. Deswegen tue ich auch einfach mal nicht angreifen für ein paar Minuten. Warte, ich halte dich. Also ihr könnt auch ruhig, ihr könnt ruhig auch abhauen, ne? Also verteidigen, Distanz halten, Distanz halten, so nicht einfach nur stehen lassen und euch kaputt hauen lassen. Da war ja keine Zauberabwehr oder so ausgesehen mit irgendjemanden. Du kannst ruhig uns heilen, ne? Das kannst du ruhig machen. Jetzt einfach noch mal Mutters Andenken ein. Au. Im Überlimit auch noch, ehrlich. Warum tut denn der jetzt nicht heilen wenigstens? Nicht näher kommen, Estelle. Mann. Wir haben gesagt, Quert funktioniert nicht so. Na gut. Na, dann machen wir eben. Nein, nicht du. Gut, aber ich wollte das machen. Also ich glaube nicht, dass das richtig gewesen ist. Ja, das, ich meine, sie nimmt so schnell so viel Schaden, ne? Okay, wir nehmen aber auch viel Schaden. Mein Gott, ehrlich. Kommen irgendwie falsch vor, sie anzugreifen. Tut mir leid, ist sagt er, während er seine Bonzenangriffe alle rausholen. Warte, ich schlag dich wieder wach. Sie nimmt, sie ist irgendwie viel zu schnell, irgendwie K.O. habe ich so Gefühl. Nimmt irgendwie viel zu schnell Schaden, habe ich so Gefühl. Deswegen habe ich jetzt gedacht, irgendwie wäre vielleicht besser. Aber anscheinend nicht. Keine dieser Art, finde ich sehr gut. Sehr gut, dass du jetzt voll die neuen Attacken und so lernst, ne? Warum sind meine TP so schnell leer? Hoffentlich kommt sie wieder zu sich, wenn wir sie ein paar Mal ausnocken. Was hat sie überhaupt für eine Waffe? Hat sie die Sachen schon vorher ausgerüstet gehabt? Oh Mann. Au, au. Au, Mann. Die hätten irgendwie das so machen sollen, dass die halt sich selber. 51.000. Oh. Mein Gott. Kommt sie gleich mit dem Mystikat oder so um die Ecke drauf. Das war hier. Warum denn nicht? Müsste Schad. Tut mir ja leid, Estelle, aber das muss sein.
sehen wir das Positive. Wir sehen zum ersten Mal Jurus Mystic Art. Was Rei des wilden Wolfes. Ach, hab mich noch mal. So, pass auf, wir kämpfen jetzt gleich direkt gegen Alexei oder irgendwie sowas, ne? Dafür ist der Kampf ein bisschen zu einfach. Wenn ich jetzt den Kampf hier mit Zagi vergleiche letztens, ja, vollkommen easy hier. Ja, ich finde, die hätten das nicht so machen sollen, dass man sie hätte irgendwie, weiß ich nicht, meinen Kampf hätte auswarten müssen oder so. Ja, da klingt nicht gut. Wow, jetzt geht das schon wieder los. こうしてデインの娘に代わる新しい鍵も完成した。礼と言っては何だろう。我が計画の仕上げを見届けていただく真の満月のこの目覚めを。 Ich glaube, da müssen wir als nächstes hin, wenn wir fertig sind. Nanda Aria. Are wa Miorzo de mita. Ano hekiga no wakka nano ka? Ja. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Sekudo. Yotta zo. Sieg. あれこそ古代文明が生み出した究極の遺産ザウで不落球かつて世界を見舞った最悪をも打ち砕いたという究極のブラスティオブラスティアあれが誰もいないとこでやってくれ聞いてて恥ずかしいぜショーは終わりだ幕引きをするとしよう姫 一人ずつお仲間の首を落として差し上げるがいい。姫も君たちがわざわざここに来たりしなければ、こんなことをせずに済んだもの。我に帰った時の姫のことを思うと心が痛むよ。では、ごきげんよう。 Was? にしてやる。ユーリ。ユーリ。
So, jetzt habe ich auch eine Wahl, ne? Ich mache erstmal den hier. Und nein, ich werde natürlich nicht angreifen. Also das Gefühl, jetzt muss ich irgendwie. Ganz nebenbei glaube ich nicht, dass wir sie schaffen würden. Gott. Ich sollte mich aber vielleicht sollte aufpassen, dass ich nicht weg. So, jetzt komm, komm. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste, dass wir das einsetzen müssen. Nochmal. Vor allem, ich darf auch nicht abwehren, weil ich habe irgendwie so ein Skill, dass irgendwie, wenn ich abwehre, dass ein bisschen Schaden zurückgeworfen wird. Deswegen kann ich das leider auch nicht machen. So, ich laufe jetzt einfach hier weiter. Um so einfach zu überleben. Boah, ich komme da aber auch nicht rechtzeitig raus, ey. Vielleicht muss ich mich auch selber kaputt hauen lassen, ne? Kann auch sein. Sonst komme ich jetzt noch 10 Mal ein, wenn das sein muss. Ich wünschte, ich hätte Zauberabwehr irgendwie drin oder so. Los, komm. Nein, ich wollte da reinlaufen eigentlich. Ich habe das Gefühl, wird nichts mehr passieren, leider. Also werde ich mich mal kaputt hauen lassen. So ein paar Mal das hier ein. Jetzt bin ich mal gespannt. Kein Game Over, oder? Na, oh, ehrlich, komm schon. Komm schon, ja, war echt, dass ich die volle Möhre kaputt hau. Boah, komm schon, da wäre doch. Leute. Ich habe echt gedacht, da wäre richtig, ey. Mal so weitermachen. Aber nein. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wo ist es? Hier elementar. Ja. Und dann noch, das würde ich sagen, ne? Erfahrungsanteil. Deswegen. Mach mal das hier und Zauberabwehr plus noch gut. Ach komm schon. Weißt du, ihr zwingt mich hier gegen den wahrscheinlich liebsten oder liebsten Charakter in japanischer Rollenspielgeschichte hier zu kämpfen und ich denke mir so mal, ja, vielleicht muss ich mich kaputt hauen lassen, vielleicht muss ich einfach nur warten, vielleicht und so. Und all das ist nicht richtig. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Ja, gut, dann machen wir halt noch mal. So, mystisch hart. Machen wir dem noch mal. Wenn wir nicht kaputt hauen müssen, ist ja, dann tut es mir ja leid. Ich will es aber nicht. Das Spiel, es ist das Spiel, das mich zwingt. Ne? Da wollen wir doch mal eins erstmal klarstellen. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, dann würde ich es natürlich nicht machen. Ja, ich habe noch
Wir haben noch eine vollkommen andere Gruppe, merke ich gerade. Ja, wenigstens weiß ich, dass es mit dem Andenken hier was auf sich hat. Da war ja schon irgendwie offensichtlich. Obwohl ich mir den, wir müssen gegen Estelle kämpfen, Part doch irgendwie gespart hätte. Ich prügel dich einfach so. Vor allem, das ist auch so ein relativ einfacher Kampf, so. Deswegen hätte ich irgendwie so gedacht, irgendwie wer das Spiel wollte, irgendwie, dass man genau nicht gegen sie kämpft, irgendwie. Und irgendwie abwartet oder irgendwie so was. Aber nein, guckt euch das an, ey. Das ist voll schrecklich, ey. Oh Gott. Warum trifft die nicht? Ich hat den nicht getroffen, ey. Gerade am Land, im Landeanflug hat die da irgendwie einen Angriff gemacht. Luftteiler. Okay, mit einem tödlichen Schlag auch noch, ey. So, bis der es nicht schon schwer genug hat. Ja, sorry, Estelle. Aber das Spiel zwingt mich. So, das haben wir jetzt gesehen. Mal zum Glück dauert das Skippen voll kurz. Ey. Okay, also ja. Erstmal den hier. Weiß gar nicht genau, was das gemacht hat. Ich nehme an, ihre Abwehr oder so wurde gesenkt. Verbeugt sie sich. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Ach, komm schon, hey. Hey, ich doch. Ich habe gerade so gesehen, wo ich muss mich noch heilen. Ey. Dann haut sie mich nur einmal kaputt. Ich habe so gedacht, einen Angriff kann ich noch abwehren und dann können wir versuchen. Und ach, jetzt bin ich schon wieder Zauberabwehr und so ausrüsten. Ey. Ich will jetzt aber nur Zauberabwehr ja ausrüsten. So, so ich brauche das gar nicht, wenn ich genug auf die drauf hau. So, wer hat noch Spezial? Ich will mal eine andere Mystik. Ja, du hast Spezial. Gut. Ja, irgendwie da. Keine Ahnung. Hier. Hier. Oder wäre eigentlich nicht schlecht gegen Estelle, ne? Wie das schon anhört, ey. Das wäre gut, um die voll fertig zu machen, ey. So, und jetzt diesmal bitte ohne irgendwelche Strapazen, irgendwelche Fails. Ein ganz schön frustrierender Part dafür, dass so ein emotionaler Moment sein soll hier. Oh ja, Alexei, boom. Okay, na nochmal. Bin so leicht frustriert gerade ein bisschen. Das war kein Wart. Du hast doch Dings, oder? Nicht veränderte Art, Mann. Oh. Das gibt's jetzt nicht. Ja. Oh, krieg ich das auch nicht hin, ey. Ganz nebenbei, dass wir jetzt Ravens müsste gerade noch nicht gesehen haben. Haben wir auch voll jetzt verschwendet hier gerade. Warum weißt du eigentlich normal an?
Eta. Warum habe ich sie nicht nur auf Zauber als eingestellt? Was soll das sein? Aus irgendeinem Grund ist ja Estelles Magie-Verteidigung, glaube ich, nicht so hoch, ne? Was? Okay, ich kann in der Luft den Angriff einsetzen. Cool. Aua. Einfach ein paar Schlag, paar Hiebe. Wiedersehen macht Hiebe, Diebe, Liebe. In der Reihenfolge. Ich weiß nicht die richtige Reihenfolge, aber trotzdem. Vielleicht in der Situation, ja. Ich habe doch gesagt, du sollst nur Zauberarzt einsetzen. Wieso kommst du jetzt mit deinem Buch um die Ecke? Beim das Andenken, war das nicht irgendwie eine optionale Sache? Hat jetzt irgendwie Glück, dass ich das geschafft habe. Und oh nein, das ist nicht gut. Au. So, ihr Leute, ihr habt gleich Pause. Ich muss noch weiter kämpfen, deswegen heile ich mich mal, ne? Irgendwie da quillt die sagen, sind wir stärkste jetzt 60 die ganze Zeit ein. Also quillt, will sich hochheilen. Ne, ne, ne. So geht das aber nicht. Du sollst auch uns heilen. Ja, genau. Rita, hau sie mit dem Buch wieder wach. Nein, daneben. Nein. Ja, dieser Schrei, ey, komm. So, und jetzt aber, komm. So, wieder traurige Musik anmachen. So, und ich würde gerne am Leben bleiben, ganz nebenbei. Oh Gott. Vor allem jetzt macht auch irgendwie Sinn, dass der Kampf so... Nein, nein! Na, ich muss hier ein paar Überlimits raushauen, habe ich so gefühlt. Komm schon, jawohl. Ja, verbeugen bringt jetzt auch nichts, was jetzt einmal schon kaputt gehauen hat. Nehme ich dir ein bisschen übel, Estelle. Aber die dicksten Angriffe hier raus natürlich gegen sie. Gott. Muss ja fast die ganze Zeit voll AP sein, habe ich so ein Gefühl. Wollen wir jetzt macht es auch Sinn, dass sie so viel Schaden nimmt. Die ist mehr so auf einen Einzelkampf hingescaled, habe ich so ein Gefühl. Aua! Mann! Stell, Mädchen! Bin das schon wieder tot, wenn das so weitergeht. Jetzt wieder Kampf Luke gegen Ash aus Tales of the Abyss. Nur nicht so episch. Ah, okay. Was gegen dich wird eingesetzt? Oh, er bringt sogar. Ich wollte schon sagen. Also wenn sie mich mit ein paar Angriffen trifft, dann ist schon vorbei. Ey. Oh, mir die Fresse. Ich meine, Entschuldigung.
Boah, was sag ich hier gerade? Oh. Nein. Entschuldige, aber ich habe geblockt. Oh nein. Sieht mal voll nach einem einfachen Kampf aus. So von außen her, aber keine TP. Aber du bist dich hochheilen oder irgendwie sowas. Ich denke nicht. Oh, mich rüttel ich wieder wach. Ja. Und irgendwie so weit von bitte sterben sie jetzt, wenn sie sich so verbeugt. Nein, bitte nicht. So. Mal schauen. Nein, ausgerechnet. Oh Gott, nein. So. Du hast nur noch so 10.000 oder so gehabt, glaube ich. 4.000. Gott, zum Glück habe ich abgeblockt, ey. So, jetzt reicht doch mal Estelle. Okay. Geile Mission abgeschlossen. Spiegelring, zweiter Stern, seltsamer Spiegel. Okay. Na gut. So, jetzt aber aufwachen. So was ein bisschen von den Szene aus One Piece, ne? Mit Robin. Ich will leben. So. アレクセイの剣が要だったんだわ。このままでは。大丈夫だ。仲間を信じよう。 あいつのシステムが使えるかも。すごい。エステルとの同調も完璧。干渉術式不活性化調整データ。余剰やる隔離術式も揃ってる。でも肝心のアパティアの代わりをどうしたら。この剣使ったらどうだ。アレクセイが使ってたやつの本物だろう。 流れを読み取るから。僕も。カメラ、カメラ、ファミア。手伝うのじゃ。融通の効かない体だぜ。みんな、もう。いたわ。信じろって。
Okay. Hört jetzt so an, als würde die Musik irgendwie so anfangen, aber alles klar. So, ein Ziel schon mal erreicht. Das heißt, es ist nur noch Alex in den Tand verdreschen. So, ich できると思ったんだろう。やつは。ヘザンプンビルトミットゴンドバット。ダメットフレンヌ。騎士団はずっと御殿の有りっぱなしだ。ユーリたちがいなかったら、帝都の解放は不可能だった。ブラスティアが世界を危険にさらしているということすら。ヘラクレスから帝都守ったのは騎士団じゃねえか。俺たちが帝都に入れたのだってそうだったろ。 エステリーゼ様のことだって。あれはエステルが自分で帰ってきたんだ。それでも感謝している。ありがとう。よせよ。ムズが良いぜ。アレクセイにはいろいろと貸しができすぎた。世界にとっても。だから蹴りをつける。明日ザウでフラク級に乗り込む。君の仲間も行くんだね。 Wenn wir fliegen können, denke ich mal nicht, dass das nächste jetzt was passieren wird, aber okay. Können wir das bitte mal sein lassen, dass du jedes Mal mich blöde anfaust, wenn ich mit deinem geliebten Captain rede? Meine Güte, ich gehe ja schon, Mann. Frau. Ich traue Juri nicht. Ich habe so das Gefühl, das ist nicht so eine gute Idee. Nicht, dass ich den Jungen nicht traue, aber... So ist Hitler auch damals an der Macht gekommen. Ich sage ja, ich wollte das jetzt nicht so ausdrücken, aber ich will es nur mal andeuten. Ich wusste, er hat die direkt zu uns guckt. Boah, ich kann die irgendwie nicht leiden, ey. Die einzige Charakter ist nur, steht nur daraus, mich zu hassen, ey. So wie die Prinzessin, die ich gerettet habe. Cha-cha. In your face, wie auch immer du nochmal heißt, ich weiß das gar nicht.